Die Deutsche Bahn hat im Geschäftsjahr 2015 erstmals mehr als 40 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Auch die Fahrgastzahlen im Fernverkehr auf der Schiene in Deutschland konnten wieder um 2,2% gesteigert werden. Doch trotz dieser positiven Zahlen zeigte sich DB-Vorstandsvorsitzender Dr. Rüdiger Grube bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2015 in Berlin nicht zufrieden. Ein kritischer Blick auf unsere eigene Leistung zeigt, wir haben nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Im Jahr 2015 erhöhte sich der Umsatz der DB gegenüber dem Vorjahr um 1,9% auf 40,5 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis lag dagegen zum Jahresende mit 1,76 Milliarden Euro um 350 Millionen Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres. Grube verwies auf den Konzernumbau bei der DB AG und auf mehrere Programme zur Steigerung der Qualität und Wettbewerbsfähigkeit. Unter anderem das größte und umfassendste Programm Zukunft Bahn. Zukunft Bahn ist nichts Geringeres als unser Fahrplan für die weite Zukunft des Schienenverkehrs. Noch in diesem Jahr werden unsere Kunden unter anderem von einer höheren Pünktlichkeit, verlässlicherer Reiseninformation und besseren Leistungen in unseren Zügen und Bahnhöfen profitieren. Die DB beförderte 2015 132 Millionen Fahrgäste auf der Schiene im Fernverkehr. 2,9 Millionen mehr als im Vorjahr. Dagegen waren die Fahrgastzahlen in Zügen und Bussen bei DB Regio um 1,2% rückläufig auf 2,5 Milliarden. Der längste Streik in der Unternehmensgeschichte hat in 2015 auch seine Spuren im Schienengüterverkehr hinterlassen. Die Verkehrsleistung ging um 4,3% auf 98,4 Milliarden Tonnenkilometer zurück. Positiv entwickelten sich die Geschäfte bei DB Schenker. Das Luftfrachtvolumen stieg um 1,4%, die Sendungen im europäischen Landverkehr um 2,9%. Die Kontraktlogistik verzeichnete erneut ein kräftiges Umsatzplus von rund 17%. Um mehr Kunden von der DB zu begeistern, investiert der Konzern massiv in Produktqualität. Insgesamt rund 55 Milliarden Euro sind bis 2020 eingeplant, davon allein 20 Milliarden Euro Eigenmittel der DB. Investitionen in mehr Qualität sind der zentrale Schlüssel zu mehr Kunden und die Voraussetzung für mehr wirtschaftlichen Erfolg. Wir müssen Produktqualität und Kundenzufriedenheit deutlich verbessern, sprich kundenorientierter werden. Und wir müssen zu wettbewerbsfähigen Kosten kommen, sprich schneller, schlanker und effizienter werden. Und auf dem Weg dahin, so Vorstandschef Grube, sind in 2015 im Konzern wichtige Weichen gestellt worden. Für den Erfolg der Umsetzung sind vor allem unsere Führungskräfte und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ganz, ganz großer Bedeutung. Sie haben im zurückliegenden Jahr Enormes geleistet und dafür bedanke ich mich auch im Namen meiner Vorstandskollegen ganz herzlich. 2016 und die kommenden Jahre stehen nun im Zeichen der Umsetzung und natürlich auch der Digitalisierung hin zu einer DB 4.0. Gemeinsam für mehr Qualität, mehr Kunden, mehr Erfolg.